Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir machen heute ein bisschen Wirbelsäulengymnastik. Du brauchst dafür eine Unterlage, Matte, Handtuch oder ähnliches. Und dann kannst du hier gleich zu mir an den Boden kommen. Setz dich in den Schneidersitz oder natürlich gerne auch mit langgestreckten Beinen, vielleicht auch in einer Grätsche erstmal zum Boden auf deine Unterlagen. Leg deine Hände auf die Oberschenkel und dreh dann die Handflächen zur Decke nach oben. Richte die Wirbelsäule einmal lang aus, zieh die Kopfkrone zur Decke nach oben und dein Kinn sanft Richtung Halswirbelsäule. Atme ein und aus. Und noch ein letztes Mal ganz tief einatmen und ausatmen. Sehr schön. Bring deine Fingerspitzen nach außen zum Boden, locker am Boden auflegen. Und dann zieh mal deine Schultern zu den Ohren hoch, ganz nach oben ziehen und locker lassen. Das wiederholen wir auch. Die Schultern hochziehen zu den Ohren und locker lassen. Und ein letztes Mal schön weit hochziehen, ziehen, 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 ziehen und lösen. Lass die Fingerspitzen jetzt wieder unten und lehn den Kopf mal zur rechten Seite und zur linken Seite. Einfach zur Seite lehnen. Komm noch einmal nach rechts. Noch einmal nach links. Noch einmal nach rechts und zuletzt nochmal nach links. Sehr schön. Löse den Blick erst einmal geradeaus zum Bildschirm. Zieh die Wirbelsäule nochmal lang, ganz aufrecht sitzen. Und dann geht der Blick zur rechten und zur linken Seite. Hin und her. So weit wie du kommst. Einmal noch nach links und vorne jetzt mal mit dem Blick in große Kreise. Schau zur Decke nach oben, über die Seite tief, über die Seite hoch und tief. So, Achtung, wir wechseln mal die Richtung, nicht, dass dir schwindelig wird. Genauso entgegengesetzt, zur Seite hoch und tief. Und ein letzter. Und löse. Roll nun deine Schultern, der Blick ist wieder gerade ausgerichtet. Schultern hoch und nach hinten ziehen. Atme dabei ein und aus. Und nochmal. Sehr gut. Ein letztes Mal. Bring die Arme jetzt nach außen lang über Kopf und löse wieder tief. Atme ein und aus. Und einmal noch einatmen, ausatmen, die rechte Hand schiebt am Boden zur Seite und der linke Arm kommt über Kopf. Löse, wechsel. Genauso hier die Hand am Boden nach links, der rechte Arm kommt über Kopf. Wechsel die Seite. Und nach links. Und nach rechts. Ein letzter zur linken Seite. Bring die rechte Hand wieder zum Boden, stell dir die Handfläche am Boden auf und nimm den linken Arm. Schieb ihn jetzt schulterhoch zur Seite und löse, wechseln wir genauso mit der rechten Hand. Schulter hoch nach links zeigen. Stütz dich ruhig hier wieder auf die rechte Hand zum Boden und der linke Arm schiebt nach rechts. Wechsel rechter Arm nach links. Noch einmal mit der linken Hand nach rechts schieben. Und dann ist das der letzte. Rechte Hand geht nach links. Und dann löse wieder. Hol die Schultern mal von hinten hoch und bring sie nach vorne. Ja, also wir kreisen jetzt mal. Nach hinten, hoch und vor zurück. Und ein letztes Mal. Dann tipp mal mit den Fingerspitzen Richtung deiner Schultern.
Vielleicht kommst du sogar bis ran und dann bringen die Ellenbogen im Wechsel hoch und zurück. So, einmal noch rechts und links, dann bleibe. Alle mal die Beine lang nach vorne strecken. Vielleicht hast du die da schon, dann bleib so sitzen. Löse den Oberkörper mal in einen runden Rücken, lehn dich nach vorne, lass den Kopf nach vorne zu den Beinen entspannt hängen. Leg die Hände nach vorne auf die Schienbeine oder gern daneben am Boden auf und roll dich jetzt mit einem runden Rücken wieder in den aufrechten Sitz. Das wiederholen wir noch einmal. Lehn dich nach vorne, lass den Kopf entspannt hängen, die Hände liegen auf den Beinen oder am Boden daneben auf und du rollst dich wieder in die aufrechte Position. Einmal noch atme ein und ausatmen, nach vorne lehnen und dann in die aufrechte Sitzposition zurück. Beuge deine Beine zur Seite ein, sodass du dich jetzt hier in die Bauchlage auf deine Matte bringen kannst. So, bevor wir hier starten, probiere einmal aus, ob der Platz für dich reicht. Du brauchst jetzt nach vorne so viel Platz, dass du die Arme strecken kannst, nach außen ebenfalls. Bring hier erst einmal die Hände übereinander, stapel diese, leg die Stirn am Boden auf, streck deine Fußspitzen lang nach hinten aus und dann hebe hier im Wechsel das rechte Bein und linke Bein vom Boden an. Beim Anheben atmest du aus, beim Absenken ein. So, rechtes Bein, linkes Bein, rechts, links. Die Hüfte bleibt am Boden liegen, die Schultern sind locker und entspannt. Und rechtes Bein. Links. Sehr gut. Vergiss die Atmung nicht. Atme aus und ein. Und dann sind das die letzten beiden Wiederholungen. Noch einmal rechts lang anheben und links genauso. Löse. Erst einmal locker lassen. Und nun stell die Füße auf die Fußspitzen. Streck deine Beine im Knie lang durch, sodass du die Knie vom Boden anhebst. Bring deine Ellenbogen nach außen, ungefähr neben deine Schultern. Dreh den Daumen zur Decke nach oben. Nun wollen wir die Arme seitlich anheben, so halten und hier jetzt mit dem Oberkörper vom Boden wegziehen und lösen. Atme aus und ein, auf und ab. Schön weit hochschieben, so weit wie du kommst, da bist du genau richtig. Achte noch einmal darauf, dass die Knie vom Boden angehoben sind. Und dann ist das auch schon die letzte Wiederholung. Hoch und löse den Oberkörper. Leg die Arme kurz neben dir am Boden auf. Leg die Knie wieder bewusst zum Boden. Lass die Fußspitzen aber stehen. Jetzt hebe für die nächste Übung den Brustkorb nur sanft von der Matte an und bring die Ellenbogen wieder auf Höhe deiner Schultern aus. Die Knie können am Boden liegen bleiben. Wenn sie vom Boden wegstreben, ist es kein Problem, wenn du sie angehoben hast. Dann zieh deine Ellenbogen nach hinten Richtung deiner Wirbelsäule und löse in die Ausgangsposition zurück. Los geht's. Zieh und löse.
wir sind jetzt hier bei den letzten beiden Wiederholungen. Zurückziehen, lösen und ein letztes Mal. Löse das Ganze auf, leg die Füße lang, die Hände stapeln und die Stirn liegt dagegen. Atme entspannt ein und aus und erhol dich hier einen kleinen Moment. Wenn ihr schmatzen hört, die Kari liegt dort direkt neben der Kamera, ganz merkwürdigerweise tief entspannt und knabbert da auf so einem Kauknochen rum. Kaum hört sie ihren Namen, kommt sie zu mir. Ne? Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Nicht, dass ihr euch über die Geräuschkulisse da im Hintergrund wundert. Wir machen weiter. Lege deinen Brustkorb jetzt nicht zu schwer gegen die Matte während der Übung, nur so ein bisschen hochziehen durch angespannte untere Rückenmuskulatur. Das gibt Platz, das zu atmen. Bring die Füße wieder auf die Fußspitze. Dann bring hier deine Hände von außen hinter die Ohren an den Kopf. Na, das ist ja jetzt hier eine Position. Die Ellenbogen ziehen Richtung Decke nach hinten hoch. Und du lehnst dich hier nach rechts, streckst den rechten Arm zurück und nach links streckst den linken Arm zurück. So, ich kann gar nicht zu schwer auf dem Brustkorb liegen. Ich habe hier so eine natürliche Begrenzung. Jetzt bist du soweit? Lehne dich nach rechts, Mitte, links. Über die Mitte nach rechts und nach links. Und rechte Seite, linke Seite. Sehr schön, achte darauf, dass du atmest. Und dann geh noch einmal zur rechten Seite. Und ein letztes Mal nach links. Und löse. Leg die Hände gerne wieder übereinander, die Füße lang. Und leg die Stirn gegen die Hände. Schultern locker lassen, Gesicht und Boden fallen lassen. Weiter geht's mit aufgestellten Fußspitzen wieder. Bring diese erstmal in Position. Die Knie können wieder liegen bleiben. Sollten Sie während der Übung vom Boden hochkommen, ist das kein Problem. Dann bring deine Ellenbogen nach außen zu deinem Oberkörper. Schön zurückziehen jetzt hier und ruhig mit den Händen eine Faust formen. Lehn die Stirn Richtung Boden und streck die Arme im Wechsel lang über Kopf. Rechter Arm, linker Arm, lang und rück, lang und linke Seite, rechts, links. So, auch hier ne, den Brustkorb so ein bisschen anheben vom Boden, einfach dass du Platz hast, um gut zu atmen. Zieh die Schultern auch immer mit nach hinten. So, und dann komm noch einmal mit dem rechten Arm lang und ein letztes Mal mit links. Löse wieder. Erhol dich einen kurzen Moment. Füße wieder auf die Fußspitzen. Wir machen jetzt die Propellerübung. Dafür bringst du eine Hand auf den Hinterkopf, hebst den Ellenbogen nach außen und die Hand über den Hinterkopf an, sodass Hand und Kopf sich nicht berühren. Kleiner Tipp, bring die Stirn parallel nach vorne Richtung deiner Unterlage. Die andere Hand mit dem Handrücken über dem Steißbein platzieren,
Auch hier Ellenbogen und Hand Richtung Decke nach oben ziehen. Streck nun die Beine lang durch. Bring die Arme lang gestreckt nach außen und dann wechsel wie so ein Propeller, formst du einen großen Kreis. Und strecke und beuge immer im Wechsel über Hinterkopf und Steißbein. Auch hier darauf achten, dass du atmest. Versuch die Ellenbogen durchgehend Richtung Decke nach oben zu ziehen. So, noch dreimal und zwei noch, dann ist das schon der letzte. Löse, leg hier die Arme neben dir am Boden auf und den Kopf seitlich. Erstmal auf die eine Seite, so die Füße, die legst du ebenfalls wieder lang, die Ellenbogen so ein bisschen nach außen einbeugen. Lass die Schultern locker hängen, atme, wenn es dir angenehm ist, schließe ruhig für einen Moment deine Augen. Und dann dreh deinen Kopf mal auf die andere Seite. Genauso hier nochmal kurz verweilen. Und dann löse. Bring deine Arme nach vorne. Und zwar wollen wir die Beine beugen für die nächste Übung. Damit beginnen wir mal. Du siehst das gleich. Ganz einfache Geschichte. Beuge dein rechtes Bein. Zieh die Fußspitze gedacht Richtung Gesäß. Und das Knie, also den Oberschenkel, vom Boden hoch. Mach das Bein wieder lang. Andere Seite genauso. Beuge das linke Bein. Zieh jetzt die Fußspitze gedacht Richtung Gesäß, um den Oberschenkel vom Boden anzuheben. Und löse. Leg deine Hände jetzt hier vor dir, ungefähr schulterbreit auseinander. Hebe deinen Ellenbogen und damit den Brustkorb ein bisschen an, wobei die Schultern locker bleiben. Es ist wichtig, dass die Ellenbogen vom Boden angehoben sind. Das wäre die eine Variante. Damit starten wir mal einmal rechts, einmal links. Du bringst die rechte Hand über außen, beugst das linke Bein und gehst jetzt hier zum gegenüberliegenden Fuß zurück. Nimm den Blick ruhig mit. Löse, Ellenbogen streben nach oben und mit der linken Hand genauso zur gegenüberliegenden Seite zurück. Wenn das für dich kein Problem ist, kannst du auch einen Schritt weiter gehen und gehst mit den Fingerspitzen hinter den Ohren an den Kopf einfach dagegen lehnen. Hier probier mal aus, gehst du genauso mit der rechten Hand über außen zurück und mit der linken Hand genauso. Für dich ist jetzt Zeit, dass du dich entscheidest, hast du die Hände vorne, in dem Fall Ellenbogen hoch, Schultern tief, oder nimmst du die Hände mit mir an den Hinterkopf. Das überlasse ich dir. Es geht los. Oberkörper sanft vom Boden hochziehen, um mehr Platz zum Atmen zu haben. Rechter Arm geht zurück zum linken Fuß. Lang, linke Hand, rechter Fuß. Atmen. Du denkst immer daran, wenn du die Hände vorne hast, den Ellenbogen angehoben zu halten. Ja, durch das Ablegen der Hände hast du die Möglichkeit, dich so ein bisschen aufzustützen bei der Rotation nach außen, hinten. Aber der Ellenbogen bleibt angehoben und die Schultern tief. So, sind schon die letzten beiden. Nochmal rechte Hand zurück und einmal noch links. Und löse. Entspann dich,
Du hast jetzt eben eine andere Variante kennengelernt. Du kannst gerne zum Entspannen hier die Arme nach außen hinten legen und den Kopf seitlich drehen. In dem Fall dreh ihn immer mal nach rechts oder nach links, dass du nicht nur auf einer Seite lehnst. Wir kommen jetzt schon zur letzten Übung. Dafür stellst du deine Füße wieder auf die Fußspitzen. Die Knie kannst du locker lassen. Die können während der Übung wieder so ein bisschen mitgehen. Bring die Arme nach hinten. Sie müssen nicht am Körper bleiben. Locker nach außen. Handfläche zur Decke nach oben gedreht. Hey Motti. Na, machst du mir fast weg. So, komm, geh mal aufs Bild. Jetzt möchte ich, dass du die Hände nach hinten kreuzt. Ein bisschen Konzentration, weil einmal geht die rechte Hand nach oben und einmal nach unten. Da musst du so ein bisschen bei dir aufpassen, ja, dass du nicht immer gleich arbeitest. Du hast eben gesehen, der Oberkörper strebt von der Matte weg. Atme ein und mit der Ausatmung gehst du kreuzen, nach hinten. Rück, löse. Rück, löse. Rück, löse. Die letzten 4, 3, 2 und löse. Leg dich wieder in eine für dich entspannte Position. Und dann bring die Hände unter deine Schultern. Die Füße liegen schon lang und du schiebst dich nach hinten. Zu deinen Knien, zu den Füßen mit dem Gesäß zurück. Leg vor dir gern die Stirn am Boden auf. Lass die Ellenbogen zum Boden kommen. Bleib so liegen. Nimm die Arme von vorne nach hinten. Leg jetzt hier die Unterarme, die Handrücken neben deinen Beinen am Boden auf. Lass die Schultern locker nach vorne zum Boden hängen. Und löse, setz dafür die Hände vor dir auf die Matte und neben deinem Kopf. Bring den Oberkörper erstmal hoch und dann setz dich, so wie am Anfang, so wie es für dich bequem war, entweder Schneidersitz, Beine lang oder Beine in der Grätsche, so wie es für dich passt. Bring einmal deinen rechten Arm hinter dir entlang zur linken Seite, wo du dann mit der Feigen, mit der linken Hand, das rechte Handgelenk nimmst, da sanft dran ziehst, und den Kopf ebenfalls zur linken Seite lehnen. Löse. Bring die Arme erstmal wieder nach außen. Du kannst dich so ein bisschen lockern hier. Und du weißt schon, was kommt. Genauso entgegengesetzt den linken Arm hinter dem Rücken entlang zur rechten Seite schieben. Die rechte Hand, die freie, fest das linke Handgelenk langsam hier mal nach rechts ziehen, ganz sanft und den Kopf zur rechten Seite lehnen. So, löse auch da, ganz sanft wieder auf. Bring die Arme nach außen und nach vorne. Jetzt steck die Finger ineinander. Wirbelsäule ganz lang machen, Kopf zur Decke nach oben ziehen und dann bring die Arme hoch, lass die Schultern tief und geh mit den langgestreckten Armen über Kopf in so eine leichte, in so eine sanfte Federbewegung zurück. Genau. Jetzt bringst du die Hände vor dir, vor den Brustkorb, streckst die Arme lang und ziehst den Rücken mal ganz rund. Lass den Kopf nach vorne hängen. Und wiederhole die vorangegangene Übung.
ganz lang die Wirbelsäule, Arme gehen über Kopf zurück. So weit wie du kommst, ist es genau richtig. Also jetzt nicht versuchen, da irgendwo hinzustreben, wo es zu anstrengend wird, so wie es passt. Komm nochmal nach vorne, runder Rücken, drück die Handrücken Richtung deines Bildschirms. Lass den Kopf durch die Arme nach vorne sinken. Schulterblätter auseinanderziehen. Und dann mach dich wieder lang. Nochmal über Kopf die Arme zurückfedern lassen. Ganz lang. Ganz in Ruhe. Atme ein. Und mit der Ausatmung kommst du noch einmal. Ein letztes Mal in den runden Rücken. Schön die Handrücken nach vorne Richtung Bildschirm. Schultern tief und auseinanderziehen. So ganz vorsichtig und langsam öffnest du jetzt hier die Finger wieder auseinander. Mach dich mit dem Oberkörper wieder lang, aufrecht und zieh die Arme nach außen lang. Der Ellenbogen kann leicht gebeugt bleiben. Feder die Arme jetzt mit den Daumen. Als erstes zurück. Sehr gut. Und dann beuge hier deine Ellenbogen etwas weiter ein. Charmant, du bleibst auf beiden Sitzhöckern fest am Boden sitzen und rotierst mit dem Oberkörper hier. Die Arme sind die Verlängerung, die machen das Ganze etwas weiter, etwas größer. Atmest du? Variiere, wenn die Arme zu schwer sind, gehst du tiefer. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn es mit den lockeren Armen unangenehm ist, bleiben die Hände einfach ineinander gesteckt. Das geht auch. Mach das so, wie es für dich angenehm ist. Du kannst hier mit den Ellenbogen in der Höhe variieren. Atme ein und aus und dann komm nach unten in die Mitte, in den Stillstand. Bring den rechten gebeugten Arm und den linken gebeugten Arm über den Kopf zurück. Mach eine große, weite, ausfallende Bewegung. Sehr gut, komm noch mal etwas weiter. Rechter Arm und ein letztes Mal linker Arm. Sehr schön. So ihr Lieben, das war's für heute. Ein bisschen was Gutes für den Rücken. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Hier wäre nochmal ein Rückenvideo, etwas Entspannteres für den Schulter-Nackenbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Kavi hat einen Restkauknochen, den wird sie jetzt verstecken gehen. Ist ihr Lieblingshobby im Moment. Und dann mach's gut. Ciao!